Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine Geschichte vorlesen aus diesem Buch, Die goldenen Äpfel, in der ganz viele wunderbare Geschichten versammelt sind. Ein Mann träumte. Er war gestorben und kam in ein herrliches Land voller Bäume, bunter Blumen und anmutiger Bäche. Während er sich noch verzückt in dieser neuen Umgebung umsah, erschien eine Geistgestalt, weiß gekleidet und freundlich, und fragte ihn, ob er einen Wunsch habe. »Oh, ich habe großen Hunger und möchte etwas essen«, sprach der Mann. Das Geistwesen klatschte in die Hände. Und in Sekundenschnelle erschien eine Tafel voll erlesener und köstlicher Speisen vor dem Neuankömmling. Ihr könnt euch denken, er speiste ausgiebig und genüsslich. Dann schlenderte er durch die Gegend und erfreute sich an der Pracht der Gefilde. »Hallo«, rief er nach einer Weile, und schon stand der Dienstbare vor ihm. »Ich hätte gerne etwas Bewegung, ich möchte Golf spielen.« »Bitte«, sprach das Geistwesen, fasste ihn am Arm und führte ihn um eine Waldspitze an den Rand eines bezaubernden Golfplatzes. Schläger und Bälle standen bereit. Der Mann spielte nach Herzenslust. Danach aß er wieder etwas, wanderte durch die Natur und erfreute sich seines Daseins. Er erhielt alles, was er sich wünschte. Doch nach einiger Zeit, relativ kurzer Zeit, war alle Freude aus ihm gewichen. Er rief nach dem Freundlichen und beschwerte sich. »Ich habe es satt, das Leben hier, immer nur alles zu bekommen, was ich mir wünsche. Gib mir etwas zu tun. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ich möchte etwas gestalten.« »Bedauere«, erwiderte das Geistwesen, »Arbeit, das ist das Einzige, was ich dir hier nicht bieten kann. Jeden anderen Wunsch erfülle ich dir unverzüglich und genau, aber Arbeit kann ich dir nicht bieten.« »Pah«, sagte der Mann, »dann pfeife ich auf den Laden hier. Ich halt's einfach nicht mehr aus.« Er schrie verzweifelt und sagte, »Dann zieh ich's doch gleich vor, lieber in die Hölle zu gehen. Schick mich doch lieber in die Hölle.« Das Geistwesen lächelte. »Was denkst du, wo du hier gerade bist?« In diesem Sinne wünsche ich euch eine arbeitsreiche, eine gestaltungsvolle neue Woche mit vielen guten Erfahrungen. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.